unter König Karl III. Eine Regel könnte geändert werden. Die deutsche Presseagentur Daniel Reinhardt, Könige königlicher Experte, ist sich sicher, King Charles wird mit der strengen Regelbrechenfolge Jana Eiserbeck mehr Unterhaltung. Letzte Woche hat König Karl III. Mit seiner Frau Camilla noch in Deutschland besucht, zunächst Berlin und reiste dann mit dem es weiter nach Hamburg. Das Königspaar ist nun zurück in Großbritannien und bereitet sich wohl auf das nächste grosse Ereignis vor Ostern. Denn zu diesem Anlass kommt normalerweise die Königsfamilie zusammen. In diesem Jahr könnte jedoch alles etwas anders sein als in der Vergangenheit. Die königliche Expertin Ingrid Seewart sagt einer britischen Zeitung, dass strenge Regeln, die auf Königin Elisabeth II. Zurückgehen, nun aufgehoben werden könnten. Es dreht sich alles um das Osterössen. Königlicher Experte, sicher Regeln werden gelockert. Früher war es bei festlichen Abendessen Tradition, dass alle Kinder, die das Besteck noch nicht alleine bedienen konnten, im Speisesaal des Spielzimmers essen sollten. Es galt nicht nur für Ostern, sondern beispielsweise auch für Weihnachten. Doch damit könnte nun Schluss sein, wie Seewart glaubt. Die mögliche Regeländerung dürfte vor allem den jüngsten Sohn Louis von Kate und Williams treffen. Bei den Kindern von Harry und Meghan dürfte es ähnlich sein. Einladung von König Karl III. Niemand wird sich weigern, die königliche Gesellschaft, die sich zu Ostern zum Essen versammelt, ist normalerweise ziemlich gross. Laut Mike Dindal, dem Ehemann von Charles, nüchte Zara, essen normalerweise etwa 70 Personen an 7 Tischen zusammen. In diesem Jahr ist Ostern für die Royals besonders wichtig. Mai in grösseren Runden zusammenzukommen. Niemand wird eine Einladung des Königs ablehnen, egal was er tut, sagt Seewart. Neben dem traditionellen Osteressen und der Ostermesse in der St. George's Chapel werden weitere Programmpunkte erwartet. So sagt Seewart, dass Kate in die Planung mit einbezogen werden könnte. Kate ist eine tolle Organisatorin und wird mit ziemlicher Sicherheit eine Osterersuche veranstalten, ist die royale Expertin überzeugt.